Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil unseres Videorundgangs der Ausstellung Bildergeschichten. Das ist unsere vierte Ausstellung in der Kunstakademie im Rahmen unseres Jubiläumsprogramms und sie läuft vom 11. März bis zum 28. März. Ja, ich hatte am Ende des ersten Teils ein Werk vorgestellt, das sich eben mit den Derwischen beschäftigt, also eine nicht nur Gruppe von Personen, sondern auch ein Kulturereignis sozusagen. Ja, und jetzt sehen Sie rechts von mir von Gabriele Schobesberger ein weiteres Werk und auch eine ganz typische Art und Weise, wie Geschichten in der bildenden Kunst verwendet werden, nämlich auch Literatur, die dann ein Bild findet oder Bild wird. Wir sehen hier offensichtlich Don Quixote und seinen Esel und die Wildmühlen, also alle Elemente, um für uns, die wir grundsätzlich mit der westlichen literarischen Tradition vertraut sind, sofort sozusagen diese literarische Figur erkennen können. Also eine ganz eindeutige Art und Weise, wie kann man eigentlich in einem Bild eine Geschichte zeigen und sichtbar machen. Und das ist hier, denke ich, sehr gut gelungen. Wir werden später im Laufe dieses Rundgangs der zweiten Teils der Ausstellung auch nochmal zu dem Spezialaspekt der Illustration kommen. Das ist etwas, was natürlich in Bildergeschichten auch eine große Rolle spielt. Ja, und hier sehen wir rechts daneben einen weiteren Punkt. Wenn wir hier unten nicht den Hund sehen würden, dann würden wir vielleicht wieder an eine biblische Szene denken. Also dann, wenn wir uns jetzt einen Rubens, auch einen Tizian uns vorstellen, ganz typisch hier sozusagen die träumende Figur vor dem Baum, vor einer Eiche, die wir hier sehen, die in sich auch zwei Leben zu haben scheint, einen gestorbenen Teil des Baumes und einen extrem lebendigen. Und hier ist natürlich hier diese Person, die da zu sehen ist, eigentlich ein mystischer Träumer, ein biblischer Träumer. Und nur der Hund, der hier zitiert wird, lässt uns da ins Zeitgenössische schwanken. Einerseits ist es eben ein interessanter Ansatz zu sagen, ich nehme letztlich ein so traditionelles Bildmotiv und versetze es mit einem Attribut, das eindeutig ins Zeitgenössische kommt. Und gleichzeitig irritiert uns das natürlich auch genau an so einer Arbeit, die hier von Karin Schubert-Meister gefertigt worden ist. Die Malweise ist sehr exakt, sodass wir tatsächlich jedes einzelne Blatt eigentlich erkennen können. Insofern scheint es schon um die Darstellung eben eines realen Baumes zu gehen. Ja, jetzt folgen Sie mir bitte und wir werden weiter in den Geschichten, in den mythologischen Themen wandeln, beziehungsweise in den Erzählungen, die auch teilweise sehr zeitgemäß sind. Ja, Sie haben es schon gesehen im Bild. Von Renate Tönnies sehen wir hier ein ganz großes Werk, Das Mädchen und der Tod. Einerseits ganz offensichtlich auch hier die Fragestellung der Vergänglichkeit, die wir schon im ersten Teil des Rundgangs gesehen haben, mit den Kerzen, wo das natürlich viel übertragener mit einem Symbol gelöst ist. Bei Mirko Schallenberg hier ist es eine unmittelbare und sehr direkte Beziehung zwischen dem Tod und der Frau, die wir ja sehen, entweder wird die Frau in den Tod geholt oder vom Tod geholt, aber gleichzeitig hat sie diese farbenfrohe Decke, die hier ein wenig an Klimt auch erinnert, wenn Sie an den Kuss denken von Klimt im Belvedere in Wien, dann kann man sich so eine Art Paillettensituation sehr schön vorstellen, sehr aufwendig, malerisch auch gelöst. Das ist hier sehr viel direkter, einfacher gelöst, aber gleichzeitig trotzdem strahlt diese Decke eben auch diese Lebensfreude aus und bildet so einen ganz starken Kontrast zu dem Tod, der hier die Frau zu holen scheint. Also auch wieder eine Geschichte, die viel Tradition hat, die wir in der Kunstgeschichte in vielfältiger Form dargestellt bekommen und natürlich nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern auch in der Literatur. Ja, und wenn ich Literatur sage, komme ich schon zum nächsten Werk, das wir hier sehen, und zwar von Christa Geiger. Ja, und wenn Sie da drauf schauen, was sehen wir hier? Wir sehen eine alte Frau, wir sehen einen Wolf und wir sehen eine junge Frau mit einem roten Baseball-Cap. Und wenn Sie das zusammensetzen und einfach an die Märchen der Gebrüder Grimm denken, dann haben wir das Rotkäppchen schon in vollendeter Form, weil die Szene spielt auch noch im Wald.
Nur sind die Personen, die Sie hier auftauchen, natürlich nicht ganz genuin und 1:1 übersetzt vom Rotkäppchen. Aber dennoch, Sie lassen uns diese Assoziation unmittelbar spüren. Und deswegen ist es so spannend, dieser Kontrast. Die Frau mit dem Rollator kann natürlich die Großmutter sein. Es könnte aber auch die Hexe sein, die eigentlich scheußlich und schrecklich ist, die aber hier eben einen anderen Weg hat. Die Lebensfreude, die in der jungen Frau hier zu sehen ist mit dem roten Baseballcap, ist natürlich eben nicht dieses verschreckte Mädchen, das durch den Wald hier joggt, sondern eine hochdynamische, positive Figur. Und der Wolf ist hier nicht bedrohlich, sondern es ist eher wie der begleitende Hund beim Joggen im Park. Also ganz fantastisch, interessant übersetzt eigentlich ein Rotkäppchen-Motiv in eine zeitgenössische Form, wo plötzlich dieser Schrecken, diese Grausamkeit, die natürlich auch in diesen Grimmschen Märchen immer steckt, und die Moral von der Geschichte eben gar nicht zum Tragen kommt. Ja, jetzt bin ich ein Stück zur Seite getreten, um ein kleines und sehr besonderes Werk hier sichtbar zu machen von Mara Fernandez de Schäfer. Und schon allein am Namen der Künstlerin ahnt man, sie kommt nicht in dem Sinne aus Deutschland, sondern aus Südamerika. Und wir sehen hier, ja, was sehen wir? Das ist eine gute Frage. Wenn sie mir das nicht berichtet hätte, ich hätte es in der ursprünglichen Form nicht erkannt. Es handelt sich um eine mythologische Figur, nämlich einen Hund, der in Südamerika eine große Rolle spielt. Ja, er ist einerseits beschützend, andererseits aber auch eigentlich etwas grausam. Er hat beide Seiten in sich vereint, und wir sehen hier, er bezieht sich auf die Gestürzten, auf die, die sozusagen eigentlich gefallen sind, und einerseits ist er sozusagen der, der die einsammelt, aber auch der, der sie bedroht. Und es ist eine Vielfalt an Formen, an Farbigkeiten, die hier umgesetzt werden. Wir sehen hier eine menschliche Figur mit einem Buckel, also eine Figur, die tatsächlich nicht das sozusagen positive, pralle Leben symbolisiert, sondern vielleicht den Gestürzten, den Gedrückten. Und wir sehen auf der anderen Seite eben diesen Hund, der aber interessanterweise keinen Kopf zu haben scheint oder keinen normalen Kopf, so wie wir bei einem Tier erwarten würden. Es gibt kein Maul, das uns etwas sozusagen Gefährliches symbolisiert. Wir sehen abstrahierte Formen, die hier eine Rolle spielen. Also etwas, was in einer ganz eigenwilligen Art und Weise umgesetzt worden ist und vielleicht deswegen auch besonders rätselhaft für uns in Mitteleuropa ist. Und ich freue mich ganz besonders, und deswegen haben wir die Arbeiten hier, dieses Rotkäppchen-Motiv und die Arbeit von Frau Fernandez de Schäfer nebeneinander gehängt. Ich freue mich ganz besonders, dass wir so eine Arbeit hier haben. Wir reden ja heutzutage immer über das Thema der Diversität und dass wir unbedingt mehr Menschen sozusagen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die Geschlechter mehr im Blick haben und unterschiedliche Ethnien, dass das alles zusammenfließen muss und dass wir all den verschiedenen Gruppierungen und Persönlichkeiten eine entsprechende Aufmerksamkeit zugestehen sollten und eben nicht nur die westliche Sichtweise eine Rolle spielt. Und insofern ist das für uns auch als Betrachter in einer solchen Ausstellung immer eine spannende Herausforderung, weil die klassischen Muster der Erklärung da eben versagen. Und mir gefällt ganz besonders, dass wir hier in dieser Arbeit von Frau Fernandez de Schäfer Elemente haben, die wir in der Farbigkeit und auch in der Formensprache ein bisschen erinnert an so traditionelle geometrische Formenelemente, die eine Art Gebäude zu schaffen scheinen um diesen Hund herum. Und gleichzeitig wird das wie ein, wie soll ich sagen, wie ein ornamentaler Schmuck verstanden, hier diese gelbe Linie. Gelb ist natürlich eine ganz intensive, positive Farbigkeit, die für das Leben steht, aber vielleicht in dem Fall auch, so wie es angelegt ist, für einen Fluss, also für Wasser, etwas ganz Wichtiges natürlich, um Leben auf der Erde zu ermöglichen. Also Sie sehen, es ist ein sehr vielfältiges, spannendes Werk, und ich freue mich, wenn ich Frau Fernandez de Schäfer demnächst mal wieder persönlich hoffentlich hier begrüßen darf, mit ihr ein bisschen näher über das Werk zu sprechen. Danke ihr sehr für die Teilnahme an der Ausstellung. Ja, schon sind wir beim nächsten Abschnitt, und links von mir sehen wir eine Arbeit von Hille Winkler.
Ja, und Sie sehen schon, wir haben hier einen lasierenden Farbauftrag, der wie ein Schleier über dem eigentlichen Motiv liegt. Das eigentliche Motiv sind zwei Männer und ein Mädchen. Das Mädchen hat ein Baby im Arm. Es sieht eigentlich nicht nach einer Familienkonstellation aus, sondern irgendwie ist das sehr unklar, was es ist. Und hier unten sehen wir ein Reh liegend, wahrscheinlich tot. Also es ist nicht klar, es ist eine, ja, vielleicht eine mythische Szene. Also ich musste letztens eben wieder dran denken, Harry Potter ist ja eine zeitgemäße Erzählung sozusagen von mythischen und mystischen Themen, magischen Themen, Fantasy. Das spielt in einer gewissen Weise durch den Schleier hier eine Rolle und vielleicht auch durch das tote Reh. Aber wir können vielleicht auch diese Geschichte viel direkter, assoziativer erläutern, wenn wir hier die zwei Männer sehen, der eine älter, der andere jünger, und dieses Mädchen mit dem Baby auf den Arm. Vielleicht symbolisiert das Reh auch die Mutter, die vielleicht bei der Geburt verstorben ist. Etwas, was uns natürlich dann diese, ja, positive Szene, die vielleicht in diesem mythologischen oder magischen, in diesem Fantasy-Zusammenhang vielleicht erscheinen würde, nehmen würde. Die Umgebung können wir nicht eindeutig identifizieren. Das hat etwas von Wald, von einem Baum, der im Hintergrund liegt, aber gleichzeitig auch wie ein Haus, also ein Ort, der angedeutet wird, aber alles in einer sehr uneindeutigen Form, sodass wir uns nicht genau wiederfinden können. Und das ist etwas, was sozusagen in der zeitgenössischen Kunst, in der Erzählung eine große Rolle spielt. Rätselgeschichten, die uns eigentlich aufgegeben werden. Und einer der großen Vertreter einer solchen Vorgehensweise ist natürlich der bekannte, sehr bekannte Leipziger Maler Neo Rauch, der uns auch eine, ja, scheinbare Geschichte anbietet, aber die sich nie gänzlich aufklären lässt. Und so passiert das hier auch bei Hille Winkler. Es sind vielfältige Geschichten denkbar hier in dieser Malerei, in diesem Motiv, ohne dass wir ganz eindeutig es eben enträtseln können. Ja, rechts von mir sehen wir dagegen eine etwas klare Situation von Ariane Kani-Lutz. Ein wahrscheinlich Ehepaar, ein Mann, eine Frau mit dem Hund. Also auch hier gibt es ein Tier. Und wenn Sie jetzt an die ganzen Ausstellungswerke, die letzten hier in dieser Reihe denken, überall tauchen die Tiere auf. Die Tiere, die eben tatsächlich eine große Bedeutung für den Menschen haben, und der Hund nun zum dritten Mal und hier aber offensichtlich als Weggefährte, nicht als etwas weit Entferntes, sondern wie ein drittes Element der Familie, ein Teil der Familie dieses Paares, das hier sozusagen auf dem Sofa vereint sitzt. Der Hund wird hier auch inszeniert, eben tatsächlich auf dem Sofa. Er ist eben nicht am Boden, er ist nicht sozusagen gegenüber von diesem Paar, das wir hier sehen, sondern ein gleichberechtigtes Geschöpf, das sozusagen mit auf dem Sofa Platz genommen hat. Ja, hier stehe ich neben meinem Bild von Katharina Pitzel. Ja, wir sehen hier ein Interieur und auch hier taucht interessanterweise wieder ein Tier auf, in diesem Fall der blaue Schmetterling, so auch der Titel des Gemäldes. Und wir sehen hier eine, ja, romantische Erzählung, wir sehen hier eine Balletttänzerin, wir sehen hier eine Malerin, also eigentlich die Künstlerin selbst vielleicht im Bild, also ein Bericht, eine Erzählung über das künstlerische Schaffen. Und vielleicht stellt hier auch der Schmetterling hier die Inspiration dar, die jeder Künstler, jede Künstlerin braucht, um tatsächlich ein Bild schaffen zu können oder ein Kunstwerk, welcher Art auch immer. Zusätzlich sehen wir, dass die Gesamttonigkeit des Werkes vorwiegend in einem hellen Grün-Gelb ist. Also auch hier die Farbwahl spricht so für eine heitere Stimmung, für ein frühlingshaftes Bild. Auch wenn wir natürlich nicht unbedingt exakt erkennen können, wo es sich genau befindet. Ja, der blaue Schmetterling ist aber offensichtlich auch im Gegensatz zu der Horde an Schmetterlingen, die zum Fenster hinausfliegen, ein Schmetterling, der hier eben bleibt, der sich auf das Bild setzt. Also auch das ein weiterer Aspekt in dieser Geschichte, sozusagen der besondere, der außergewöhnliche Schmetterling, das auffällige Element, das nicht in die große Masse eingeht, das ist hier sozusagen geblieben und wird ins Bild gesetzt.
Und ist, wie gesagt, vielleicht auch ein Sinnbild für die Inspiration, die eben unter den vielen Gedanken, die man vielleicht beim Schaffen eines Werkes hat, eben die große Ausnahme sind. Ja, das ist nun ein ziemlich großer Schwenk sozusagen von den Werken, die wir vorher gesehen haben. Ich stehe jetzt inmitten der Popkultur. Und das ist vielleicht auch eine interessante Reminiszenz. Popkultur ist natürlich ein Geschichtenerzählen par excellence. Und ich verweise, bevor wir jetzt in medias res bei den Werken gehen, natürlich auf eine der wichtigsten Figuren, Roy Lichtenstein, mit den Comicstrips, die sozusagen zum Bild geworden sind. Es ist nur eine von vielen Figuren. Wir haben das im zeitgenössischen Kontext natürlich mit anderen Vor- und Nachbildern. Und wir sehen das hier sehr schön in dem Werk von Gabi Dräger. Wir haben hier ganz normal anmutende Krokodile, die hier zu sehen sind. Aber dann sehen wir hier einen Hasen aus dem Hut springen. Also ein Zaubererhut, aber gleichzeitig denken wir natürlich auch an die klassischen Comics mit den Hasenfiguren. Und wir sehen hier eine, ja, Science-Fiction-Figur offensichtlich. Ein bisschen denkt man vielleicht an Lara Croft in der Ausstattung, aber in der Farbigkeit natürlich überhaupt nicht. Also ist es vielmehr so comicartig übertrieben in diesen grellen Neonfarbentönen. Dann sehen wir hier natürlich so dieser Helm, der mit einer Antenne versehen ist, wo wir auch sofort unmittelbar an Science Fiction denken. Und die Waffe, die hier diese Figur zu tragen scheint, ist offensichtlich auch eine absolute Wunderwaffe, wie wir sie eben nur in zukünftigen Szenarien kennen, seien es Comics, seien es Filme, seien es Videospiele heute. Also all das findet hier zusammen statt. Dann haben wir hier einen roten Ball, der so etwas wie eine Sonne symbolisiert, würde ich mal sagen, aber gleichzeitig natürlich auch den Hintergrund für diesen Hasen bildet und wie ein Scheinwerferlicht hier auch agiert. Irgendwie sind all diese Elemente, diese Figuren miteinander verbunden über diese gelbe Umrisslinie, die sie eben in einen Kontext ziehen, vor einem ganz andersfarbig gearteten Hintergrund, nämlich diesem pinkfarbenen, rosafarbenen Hintergrund. Und dann nochmal in einer ganz interessanten Reminiszenz, auch das kennen wir natürlich von Lichtenstein, die Dots hier, eine Struktur, die darüber gelegt wird und über den Hintergrund, die wiederum eine Siebdrucktechnik symbolisiert, aber natürlich ist das hier pure Malerei. Also wir sehen, die Anleihen an das Popkulturelle sind hier sehr vielfältig und lassen uns ja die Geschichte nicht entschlüsseln, aber uns sofort eben an die vielen Geschichten denken, die in diesem Comic-Science-Fiction-Zusammenhang sind. Ja, und wenn ich mich jetzt rechts wende, dann sehen wir hier eine Arbeit, ich habe gar nicht gesagt, von wem diese Arbeit ist. Gabi Dräger ist die Urheberin dieses Werkes. Ja, hier rechts von mir Gabriele Roman, ein Werk The Punisher. Und hier rechts sehen wir The Punisher War Zone, also offensichtlich auch ein Bezug zu einem Videospiel. Und vor diesem Hintergrund sehen wir auch einen Kämpfer, also eine offensichtlich auch genau in diesem Sinne anmutende Umgebung. Plötzlich wundern wir uns aber, was diese beiden Personen hier im Vordergrund tun. Hier sehen wir ja zunächst eine Art innige Umarmung, aber wenn man an den Punisher denkt, ist das vielleicht gar nicht so positiv. Wir sehen hier rot im Bild an der Schulter des von uns abgewandten Person. Vielleicht ist es eben Blut, vielleicht ist es eben tatsächlich auch eine eher schmerzhafte Beziehung, die diese beiden hier miteinander verbindet, auch wenn sie so innig miteinander in Beziehung sind. Das ist also etwas, wo vielleicht eher etwas Schlimmes passiert ist. Wir wissen es nicht genau. Es ist extrem aggressiv, was wir hier als Hintergrund sehen. Auch hier diese Figur, vielleicht sozusagen an einen Leguan oder so erinnernd, oder ein Chamäleon mit diesen speziellen Augen, die aber beinahe wie die Schlange Scar beim Dschungelbuch auch ihre Augen rollt und hypnotisierend wirkt. Also es sind ganz viele Anleihen auch hier wieder zu popkulturellen Themen, aber mit einer extremen Aggressivität auch gespielt und durchgeführt. Und das liegt natürlich auch an der Farbigkeit, die hier aufgeboten wird. Das Gelb ist eben tatsächlich kein, sagen wir mal, warmes Gelb, was wir mit Sonne identifizieren, mit angenehmen, sondern ein Gelb-Grün, ein sehr kühles Gelb, das eben dann auch mit so
schrillen Rottönen verwoben wird. Und demgegenüber sehen wir eben diese beiden Figuren. Also ein sehr spannendes Werk, das eben auch in seiner Darstellung eine Menge Fragen aufwirft. Und ich glaube, das ist ja das Spannende an der zeitgenössischen Kunst gerade, dass wir sehr vieles nicht beantwortet bekommen, aber, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, sehr viele Themen aufgeworfen werden und wir uns einlassen sollten, einlassen dürfen und uns selbst einen Weg durch den Dschungel des Angebotenen suchen. Ja, schon wieder haben wir wirklich einen weiten Schritt gemacht, gerade von diesen extremen Farbigkeiten nun hin hier zu einem Werk von Petra Kolberg. Petra Kolberg zeigt uns hier eine Frau im Liegen auf einem Bett oder wahrscheinlich als eine Person, und man hat so ein bisschen das Gefühl in der Inszenierung, es hat so etwas Hopper-artiges, die vereinsamte Person im städtischen Raum, sehr spezielle Stimmung, Lichtstimmung, aber das trifft nun auf ein Gegenüber, ein Bild, also ein Bild, das angeschaut wird, wahrscheinlich, weiß man gar nicht, ob die liegende Person das Bild sieht, das ist nicht klar, aber zumindest ist offensichtlich für den Betrachter eine Beziehung zwischen der liegenden Frau und dem Werk, das wir dort oben sehen, wo wir hier auch eine Frau sehen, die in einen Sessel gelehnt ist, also scheinbar trauernd oder weinend, also eine Haltung, die aufgegriffen wird, die jetzt, wenn wir nicht davon ausgehen, dass wir hier eine schlafende Frau sehen, sondern vielleicht auch eine weinende Frau sehen. Also das ist sehr unklar, aber gleichzeitig eben doch in der Assoziation naheliegend, dass diese beiden Frauen eine Beziehung herstellen hier in der Konstruktion des Bildes. Wir sehen einen Raum, ein Zimmer offensichtlich, eine Tür, die im Verhältnis zur gesamten Anordnung des Zimmers aber eher klein erscheint und nicht so einen wirklichen Ausgang bietet, einen Ausblick bietet, sondern eine sehr zurückhaltende, vereinsamte Situation. Ja, und rechts von mir sehen wir etwas ganz anderes, was wiederum in den popkulturellen Kontext kommt, sehr viel stärker passt und insofern uns jetzt gleich noch näher beschäftigt. Ich will noch mal kurz zurück zu dem Werk von Frau Kolberg. Ich hatte ja so nebenbei erwähnt, dass es mich ein wenig an die Hopperschen Figuren erinnert in den Gemälden, die ja eine ganz bestimmte Stimmung in den Vereinigten Staaten auch sichtbar gemacht haben im urbanen Zusammenhängen, die Vereinsamung der Person, des Individuums sozusagen in dem städtischen Raum. Das ist schon ein Gefühl, das hier sehr stark, finde ich, vorherrschend ist in dem Bild von Petra Kolberg. Und das trifft insofern jetzt auf das Werk von Anton Winter, das sozusagen natürlich eine ganz andere Anleihe hat, nämlich, ich komme jetzt nochmal auf das Popkulturelle zu sprechen, nämlich die Konsumwelt, die hier eine große Rolle spielt, symbolisiert über dieses goldene WC, das natürlich für den absoluten Luxus steht. Und dieser absolute Luxus wird hier tatsächlich dann konterkariert durch eine Frau, die eine Glaskugel hält, die eine Taube zeigt. Also ein Symbol, das wir mit ganz anderen Themen verbinden, das friedensstiftend ist, das Freiheit symbolisiert, also gar nicht den Konsumterror, das Verhaftetsein im Luxus und vielleicht in manchen Konsumzwang auch, der ausgelöst wird, sondern eigentlich ein Freiheitssymbol ist. Aber gleichzeitig erlaubt uns dieses Bild hier nicht die Hoffnung auf die Freiheit der Taube, denn sie ist eingeschlossen in einer Glaskugel. Und diese Glaskugel ist einerseits total perfekt umgesetzt, malerisch. Wir können uns das Glas sehr schön vorstellen, wie es aber eben gleichzeitig luftdicht abgeschlossen ist. Wir sehen also gar keine lebendige Taube hier, auch wenn sie die Flügel ausgebreitet hat, sondern wir sehen entweder ein Bild einer Taube oder tatsächlich ein ausgestopftes Tier, das also tatsächlich gar nicht mehr lebendig ist und uns vielleicht gar keine Hoffnung mehr bildet, sondern eher ein Rückgriff sozusagen, das im Luxus gefangenen Menschen ist, an eine Erinnerung an etwas, was es mal gegeben hat. Also Sie sehen, auch hier sind wieder viele Themen mitverarbeitet. Ja, lassen Sie uns gleich zum nächsten Werk weitergehen. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ja, links von mir ein Werk von Katharina Siebert, das uns an eine Alltagsszene anbietet von zwei Frauen, die in einem Wohnhaus sind, offensichtlich irgendwie mit Hausarbeit beschäftigt. Ist nicht ganz klar, welches Verhältnis sie wirklich haben miteinander, aber in der ganzen Anmutung dieser sehr ornamentale
großzügig teuer ausgestattete Vorhang lässt uns eigentlich an eine alte Szenerie denken, eher wie wir an Vermeer denken. Ja? Also eine Innenansicht. Wir sehen auch die Bilder, die an der Wand hängen. Wir sehen zwar ein zeitgenössisches Interieur, aber die Figuren sind in ihrer ganzen Anmutung eigentlich sehr klassisch angelegt, als ob sie uns etwas erzählen wollen, was schon lange zurückliegt oder eine gegenwärtige Szene eben in den Kontext des traditionellen Setten. Die beiden Frauen sind miteinander beschäftigt, sprechen miteinander, haben eine Beziehung, aber wir können nicht eindeutig lesen, welche es ist. Wahrscheinlich eher eine zwischen Herrschaft und Dienerin. Also auch das wieder eine Assoziation, die sozusagen sehr schnell uns eben an traditionelle Gebäude und historische Zusammenhänge denken lässt, was die Frau im Vordergrund macht. Sie hat so ein kleines Tischchen in der Hand und sie hat ein rotes Element. Dieses rote Element sieht aus wie ein Schwamm oder vielleicht ist es etwas, wie das Holz bearbeitet wird von dem Hocker. Also wir haben eine ganz spannende Zwiespältigkeit zwischen Vergangenheit und Gegenwart in diesem Werk. Also viele mögliche Geschichten, die hier denkbar sind. Ganz zentral, aber eben tatsächlich auch wieder, viele der Geschichten, die uns erzählt werden, werden eben transportiert über menschliche Figuren. Und das trifft jetzt auch auf die anderen beiden Werke, die wir hier in diesem Kontext noch hängen haben, zu. Einmal von Angelika Sobek-Kistner sehen wir hier auch eine Gruppe von Personen, die sich um einen Sitzplatz, um einen Pfahl, einen Pfosten, vielleicht eine Laterne schart, das können wir nicht ganz erkennen, vor einer Seelandschaft, also vor einem Meeresblick, der vielleicht im im Sternenlicht, im Mondlicht glänzt. Also es ist von der farbigen Anmutung meiner Ansicht nach kein Tageslicht, das wir hier sehen, sondern eher das Mondlicht, eine Dämmersituation, eine ganz besondere Stimmung. Die Personen, die wir hier sehen, sind in ihrer technischen Umsetzung eigentlich über ganz abstrakte Formen gestaltet. Dreieck, ganz klassisch Rechteck und Kreis. Das sind Elemente, die hier eingesetzt werden, um die Figuren zu umreißen, auch mit einer schwarzen Umrisslinie. Wir können keine persönliche Geschichte aus den Personen herauslesen. Es ist eine Gruppe von Menschen, die sich aber um diesen Punkt herum schart und sich dort zum Aufenthalt versammelt hat und vielleicht gar nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben mag. Aber es ist eben auch der einzige Ort, wo man hier Ruhe und Halt findet, weil die gesamte Fläche und der Rest des Bildes uns tatsächlich Unendlichkeit suggerieren. Und insofern die totale Offenheit, sie schweben auch beinahe hier, sind gar nicht so richtig geerdet, die Figuren, weil dieser Rumraum hier, diese Meereslandschaft, sogar noch die Füße der einen Figur zu überdecken scheint, also als ob die beinahe mitten im Meer sitzen und nicht an der Mole, um vielleicht den Blick aufs Wasser zu genießen. Ja, und ein Gegensatz, den wir jetzt hier in dem letzten Bild hier von Annette Gierke in dieser Reihe der Ausstellung haben, ist insofern hier für uns ein sehr schöner Bezugspunkt gewesen, als es uns auch mal wieder ein Anliegen war, über die Farbe zu denken. Und Sie sehen in dieser Tonigkeit dieser beiden Werke, dass sie unmittelbar miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn sie vollkommen gegensätzliche Thematiken zu haben scheinen. Wir sehen hier wieder rätselhafte Figuren, die auf Segways unterwegs sind. Das, was ich vorhin schon mal bei Neo Rauch erwähnt hatte, ja, wir können oftmals die Erzählung nicht genau lesen, aber was wir hier sehr schön sichtbar haben, sind eben diese modernen, sehr zeitgemäßen, beinahe futuristisch anmutenden Herren, die auf den Segways sich durch eine ganz traditionell anmutende Landschaft bewegen. Und interessanterweise sind die Herren in einem Grau, in einem unscheinbaren Grau gehalten und ich weiß es nicht, aber vielleicht denkt man da gleich an die grauen Herren in Momo, die uns die Zeit stehlen, die sozusagen immer im Modus sind, schneller und mehr und weiter, also die so einen ganz klassischen Fortschrittsgedanken favorisieren und dem gegenüber steht eigentlich ein romantischer Sternennachthimmel und eine Farbigkeit und eine Architektur, die eher die Idylle, das Schöne, das Positive, das lebendige feiert, also auch ein ganz spannendes Werk.
Ja, jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Wandabschnitten in diesem Rundgang der Ausstellung. Und das ist eine ganz besondere Wand, die hier hinter mir ist. Es vereint alles Werke, wo es scheinbar um Familie geht, um das Verhältnis von Eltern und Kindern oder vielleicht von Großeltern und Kindern. Und wir beginnen mal mit der Arbeit, die hier ganz rechts ist. Martina Kelting zeigt uns hier eine Frau mit einem Kind, Seifenblasen, sehr fotorealistisch, sofort ersichtlich die Beziehung des Spielens miteinander, die positive Beziehung, das Kind lächelt, es ist eine Freude, auch die Mutter oder Oma lächelt hier, also ganz eindeutig, diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren ist positiv aufgeladen, eine Erzählung, die wir zum Glück in unseren Breiten doch noch immer sehr häufig kennen. Ja, und vielleicht zunächst gar nicht so unmittelbar dazu passend scheint hier dieser Drache zu sein, aber als Frau Plischke, von der dieses Werk stammt, es vorbeigebracht hat, hat sie kurz erzählt, das ist eine Spieluhr, ja, in einem Schaufenster, und wir sehen hier auch die Schaufensterspiegelung, wenn man genau hinsehen, eine Spieluhr für Kinder natürlich, Dragon Knight Light, Spieluhr mit Licht, also eine Lampe, eine Nachttischlampe. Ob das jetzt immer so eine positive Figur zum Einschlafen ist, sei dahingestellt, aber auch das ist interessant. Es ist eben dieses Erinnern von oftmals vergangenen Situationen, dass man für die eigenen Kinder eben vielleicht besondere Gegenstände erworben hat und damit das Kinderzimmer ausgestattet hat, das hier eine Rolle spielt. Und dieser uns mit den Augen anfunkelnde kleine Drache ist aber doch gefangen hinter dieser Fensterscheibe, hinter dieser Schaufensterscheibe, und es ist beinahe so, wie wenn er uns bittet, dass wir ihn mitnehmen. Also eine sehr nette und schöne Beziehung, die hier aufgebaut wird. Und ebenfalls von Frau Plischke stammt hier dieses Werk, und alle von Ihnen kennen hier natürlich die Figuren der Sesamstraße. Und auch hier ist es etwas, wo ihre persönliche Beziehung zu ihren Kindern eine Rolle gespielt hat, auch in der Rückerinnerung. Und ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Diese Bildergeschichten sind, so kennen wir es von Fotoalben natürlich auch, heute von digitalen Fotospeicherelementen, dass uns Bilder in einer ganz anderen Art und Weise Erinnerung ermöglichen. Und Frau Plischke ist eben dank ihrer künstlerischen Fähigkeiten in der Lage, das eben tatsächlich in ein Gemälde zu gießen, wo wir vielen anderen letztlich auf das reine Foto angewiesen sind, das wir eben machen in den Situationen, um diese Erinnerungen zu evozieren. Ja, und ich komme jetzt noch zu diesen beiden Werken. Einmal von Josef Meyer, eine Illustration. Ich hatte es am Anfang schon kurz erwähnt. Illustrationen sind natürlich ganz wichtige Bilder, Geschichten, wir kennen das von Comics, wir kennen es heutzutage so in sogenannten Graphic Novels, und wir kennen es aber natürlich auch von Printmedien, in denen eben solche Illustrationen auftauchen, wir kennen es von Kinderbüchern, und hier sehen wir natürlich eine ganz klassische und sehr bekannte Figur, den Pinocchio, der hier mit seiner langen Nase dargestellt ist, und wir sehen aber gleichzeitig hier oben auch ein Element, ein grafisches Element, das offensichtlich an die Zeitschrift Bild erinnert, an die Zeitung Bild erinnert, und die hier in einem Zusammenhang gebracht wird und gleichzeitig aber natürlich auch ein Symbol ist dafür, dass wir hier ein Bild sehen. Also insofern eine wunderbare Doppelung, die uns hier angeboten wird, und eine sehr schöne Arbeit von Josef Meyer. Ja, und nun komme ich zum letzten Werk in diesem Abschnitt, Gabriele Riedl. Gabriele Riedl zeigt uns hier einen Mann und eine Frau und ein Baby. Also auch hier die Eltern-Kind-Beziehung, die ins Zentrum gerückt wird, dieses liebevolle Kümmern, diese Zuneigung, die auch tatsächlich in der physischen, dem physischen gemeinsamen Arbeiten und Pflegen und Umsorgen des Kindes liegt. Ein sehr positives Bild, das ist offensichtlich die Freude der Eltern zu sehen, auch hier in der Malerei, und insgesamt ist die Szene extrem licht gehalten. Wir sehen die Sonne, die hier ist, also auch das ein zusätzlich positiver Aspekt, die uns diese Stimmung zusätzlich positiv symbolisiert. Ja, das ist auch schon der letzte Teil unserer Präsentation. Ich beginne mal ganz rechts mit einem Werk von Stefanie Pech, Dozentin hier an der Kunstakademie und
immer wieder für Überraschungen gut. Für sie ganz typisch ist das Zusammenspiel von Elementen, die man eigentlich normalerweise nie zusammen sieht. Wir sehen hier ein Spiegelei, das scheinbar in der Luft schwebt. Wir sehen darunter eine Form, die beinahe einem Eisbecher anmutend ist. Und wir sehen darüber schwebend einen Abflusssieb. Also Elemente, die wir zwingend nicht zusammen denken, zumindest nicht visuell zusammen denken. Aber es sind alles Elemente, die offensichtlich in dem Zusammenhang eben der Küche sind. Und nun kommt das Raffinierte an diesem Werk und dann sind wir endgültig irritiert, weil uns die Geschichte gar nicht mehr erklärbar erscheint. Wenn Sie sich die Grundform anschauen, diese braune Grundform vor dem blauen Hintergrund, dann sehen wir eine Rasierklinge. Also etwas, was erst recht gar nicht in diesem Zusammenhang aufzutauchen können scheint. Also etwas, wo das Rätselhafte, das surreal Anmutende dann doch wieder im Vordergrund steht. Und vielleicht deswegen auch besonders schön, dass wir wenigstens ein Werk hier in dieser Ausstellung haben, das diese große Tradition des Surrealen in den Bildergeschichten sichtbar macht und eben uns erzählt, weil das etwas ist, was wir sonst vielleicht vermisst hätten. Also der Surrealismus, der uns natürlich eine Vorstellungswelt anbietet, die wir mit unserem vernunftorientierten Verstand gar nicht mehr enträtseln können, die uns aber eine mögliche andere Welt sichtbar macht. Und das wird hier durch Stefanie Pech in einzigartiger Form getan. Ja, dann gehen wir zu den drei kleinen Werken. Hier ganz oben sehen wir Petra Göbel. Ja, was ist das? Also hier müssen Sie tatsächlich nahe herantreten. Das ist ein extrem verschlüsseltes Werk. Also wenn man Zeichner kennt, natürlich Dürer oder, und hier in diesem Fall sehe ich den noch viel eher, wir sehen hier eine Art vielfältige Figur in einem farbigen Element. Karl Friedrich Klaus, ein ostdeutscher Künstler, mittlerweile schon verstorben, der auch lauter verrätselte Bilder uns angeboten hat, die wir kaum entziffern können. Wir sehen eine Form, die ganz offensichtlich uns anmuten lässt wie ein Kopf, was unterstrichen wird, ein Tierkopf unterstrichen wird durch das Auge, das hier auftaucht. Aber wir sehen innerhalb dieser Struktur noch ganz andere Dinge. Wir sehen hier nochmal ein eigenständiges kleines Monster. Wir sehen hier einen Bären. Wir sehen noch eine weitere Figur. Also in dieser Figur tauchen ganz viele andere Figuren auf. Und nur wenn man nahe herantritt, sozusagen, kann man ein wenig ins Rätseln. Es ist also eigentlich eine sehr dichte Zeichnung, die dann durch die Kombination aus Linie und eben dem aquarellierten Farbflächen dazu immer eine doppelte Erzählung bereithält. Ganz im Gegensatz zu diesem ganz verrätselten Objekt, das wir hier sehen, diesem Kopf, ist das Werk von Jacqueline Rieger. Es ist eben ganz in der Tradition des Comics oder Cartoons. Wir sehen hier eben einen Mann, der einen anderen jungen Mann trifft und der fragt den anderen, habe ich was verpasst? Und der hier auf der Leiter steht, Urlaubstapete, kleiner Ersatz für die ausgefallene Reise, also ein Werk, das offensichtlich tatsächlich eben eine Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte der Corona-Epidemie, die uns sozusagen ans Heim fesselt, und der hier rechts hat sich eben entschlossen, dementsprechend seinen Urlaub ins Zimmer zu holen durch eine Urlaubsfototapete. Jetzt kommen wir zum letzten Werk hier in dieser Reihe der kleinen Arbeiten von Eva Ernst, ist der Ritter. Aber der Ritter ist jetzt gar kein aktiver Ritter, sondern es ist tatsächlich eher die Rüstung. Es ist die Figur, die sozusagen da einfach nur steht im Schloss. Wir sehen hier auch noch die Fackeln, die da sind. Also offensichtlich eher eine Spukgeschichte, die uns hier angeboten wird. Und vielleicht versteckt sich ja in dieser Ritterrüstung auch irgendein Geist oder ein Kind, das sozusagen einen Schabernack treiben mag. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Werk der Ausstellung. In diesem Fall von Michaela Unterlechner. Es ist ein Triptychon. Wir sehen hier drei Werke auf Papier, die eine Stadt zu zeigen scheinen, aber auch gleichzeitig ganz verrätselt. Hier sehen wir eine Art Treppe, hier sehen wir aber dann auch wie einen Hut, hier sehen wir eine Art Tier, vielleicht ein Elefant, hier sehen wir Figuren, hier sehen wir einen Stopp, also eine Schrift, die hier anfängt, hier sehen wir den Neustart
Und da haben wir wieder eine Zirkusanmutung. Wir haben hier einen Seiltänzer. Also auch ein sehr vielfältiges Gebilde von eher trüben hin zu sehr hoffnungsvoll, fantasievollen Geschichten. Etwas, was sozusagen eben weit über das Normale hinausweist und insofern eine, wie ich finde, auch ganz schöne Form der Erzählung von dem scheinbar Eindeutigen hin zu dem ganz Fantasievollen. Ja, damit beschließen wir den zweiten Teil dieses Videorundgangs zur Geschichte Bildergeschichten. Bildergeschichten, wie gesagt, ist unsere Ausstellung, die vierte Ausstellung im Jubiläumsjahr der Kunstakademie. Sie endet am 28. März und wegen der Corona-Pandemie, wie die vergangenen Ausstellungen, nicht in Person zu besichtigen. Aber deswegen haben wir ja diesen Videorundgang wieder für Sie gemacht. Wir hoffen, dass Sie viel Spaß dabei hatten und wir wünschen Ihnen auch für den nächsten Videorundgang viel Vergnügen. Der wird Sie dann entsprechend erst im April nach Ostern erwarten, aber auch hier, glaube ich, haben wir wieder eine sehr schöne, spannende Ausstellung für Sie. Bleiben Sie also neugierig und interessiert. Verfolgen Sie unsere Botschaften im Internet über unsere Social-Media-Kanäle und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Musik